Ah, geht auf Straßen rüber. Warte dazu. Ivo Grilic, heute auf dem Weihnachtsmarkt beim Stadtwerkestand. Macht es doppelt Spaß nach dem Spiel gestern in Berlin? Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, wenn man souverän oder verdient in Berlin gewinnt, und dann macht es dann auch Spaß, am Wochenende dann hier mit den Leuten dann auch Autogramme zu schreiben. Aber ich denke, das ist wichtig, dass sich der Verein zeigt, dass sich die Spieler zeigen, damit wir dann auch wirklich die Profis sind zum Anfassen. Und das ist, denke ich mal, enorm wichtig. Ja, man hat es ja auch an deiner Geduld gesehen. Eigentlich ist die Autogrammstunde schon längst vorbei, aber du hast alle Zeit der Welt. Ja, ich meine, für uns ist es einfach. Wir sitzen hier im Häuschen, sicherlich ist es nicht gerade am wärmsten. Aber wenn die Leute dann wirklich eine halbe oder dreiviertel Stunde anstehen, dann sollte man auch den Wünschen dann auch erfüllen können. Und dann, ob man jetzt 20 oder eine halbe Stunde länger sitzt, das spielt dann keine Rolle. Jetzt spielt ihr in dieser Saison die beste Saison eigentlich seit allen Zeiten. Seid mittlerweile Tabellenzweiter. Wie geht's weiter? Ja, wir denken von Spiel zu Spiel. Und wie geht's weiter? Jetzt erstmal, dass wir alle gesund bleiben, dass wir keine verletzten Spieler haben. Und dann schauen wir weiter. Jetzt haben wir nächste Woche gegen FSV Frankfurt. Das Spiel wollen wir gewinnen. Und dann spielen wir in Paderborn. Und jetzt die allerwichtigste Frage. Im Moment hapert es immer noch an den Zuschauern. Jetzt ist so eine Aktion von verschiedenen MSV-Fans ins Leben gerufen worden, die gesagt haben, 25.000 müssen beim nächsten Heimspiel da sein. Unterstütze diese Aktion. Ja, absolut. Aber ich denke, das sollte ja, glaube ich, so sein für das letzte Heimspiel gegen VfL Bochum. Am 17.12. Ja. Genau, dass wir da die Marke knacken. Ich bin mir aber auch sicher, dass wir es schaffen werden. Weil wenn wir weiterhin so spielen, denke ich mal, erreichen wir die Zuschauer und dann werden sie automatisch kommen. Ich denke, der heutige Zuspruch, der spricht schon dafür, dass also die heute Fans interessiert sind. Heute war einiges los, ja, muss ich sagen. Aber ist auch schön. Ich danke dir. Gerne doch, ne?